Ja, willkommen am Tag der Pinguine, der ist ja heute, zum Vortrag, wie man mit Gentoo-Präfix eine Long-Term-Support-Distribution baut. Das möchte ich anhand einer Fallstudie machen. Nachdem es eine Fallstudie ist, gibt es auch einen studierten Fall und der hat eine ganz bestimmte Herausforderung. Dann ein bisschen was zu Gentoo im Allgemeinen und im Speziellen zum Bereitstellen einer Long-Term-Support-Distribution. Zum studierten Fall. Die Firma Salomon Automation ist ein Unternehmen der SSI Schäfer-Gruppe. Die SSI Schäfer-Gruppe konzipiert und baut Warenhäuser, Lager, Regallager in verschiedensten Ausprägungen. Salomon Automation im Speziellen dazu stellt die Software für diese Warenhäuser bereit. WAMAS ist eine ganz einfache Abkürzung für Warenhausmanagementsystem. Und der Clou dabei ist, dass es auch auf Englisch funktioniert, Warehouse Management System. Ein kurzer Auszug aus der Referenzliste. Der eine oder andere Kunde von uns wird bekannt sein, nehme ich einmal an. Was ist jetzt die Herausforderung bei so Warenhaussoftware? Wenn SSI Schäfer ein Warenhaus baut, wird das WAMAS eben auch speziell für dieses eine Lager zugeschnitten im Endeffekt. Die Herausforderung dabei ist, für diese Installation gilt es dann 20 Jahre, gilt es 20 Jahre Support zu geben. Wenn man dann weiter schaut, aus der Natur der Software heraus braucht das WAMAS natürlich einen Server und ein Betriebssystem. Die Frage ist jetzt, welches Betriebssystem kann ich wählen, auf dem ich 20 Jahre Support geben kann? Irgendwelche Vorschläge? Eigentlich 10 Jahre. 10 Jahre ist zu wenig. Wenn man sich keines auswählen kann, dann nimmt man halt alle. Oder man entscheidet sich im Endeffekt für das, was gerade aktuell ist. Und wenn das Aktuelle gerade ausläuft, nö, dann steige ich halt auf ein anderes um. Die Herausforderung dabei ist natürlich, ein Betriebssystem zu wechseln für laufende Software, ist anders als trivial. Also brauche ich irgendwas dazwischen. Was nehme ich da dazwischen? Naja, der Vorteil, oder eine Variante wäre Server-Virtualisierung, bringt insofern nichts. Wenn ich den Server virtualisiere, ich habe da immer noch ein Betriebssystem drauf. Also fällt das einmal weg. Aber es gibt doch von fast allen Open-Source-Paketen, die sind so organisiert oder so gebaut, dass sie grundsätzlich mehrere, wenn nicht alle der hier gelisteten Betriebssysteme unterstützen. Das Problem dabei ist, was es bislang so nicht gegeben hat, warum baue ich nicht davon meine eigene GNU-Distribution? Und damit wären wir bei Gentoo. Wer kennt Gentoo? Gentoo Linux im Speziellen, kennt auch jemand Gentoo Präfix? Okay. So, Gentoo Linux, okay, als Linux-Distribution ist bekannt, das ist eine Source-Based-Distribution, ebenso auch Gentoo Präfix. Gentoo, sowohl Linux als auch Präfix,
hat eine ganz schön hohe Anzahl an verschiedenen Paketdefinitionen, sogenannten E-Builds. Unter Gentoo Linux ist diese Sammlung von Paketdefinitionen bekannt, auch als Gentoo Tree. Und ja, in Präfix ist es halt der Präfix-Tree. Obwohl man dazu sagen muss, im Moment ist gerade eine Diskussion am Laufen in der Gentoo-Welt, ob man das Tree nennen soll oder wie man das nennen soll. Aber das hat erst ja, die letzten Monate angefangen. Dann, was noch interessant ist, ist natürlich das Paketdefinitionsformat. Das ist kein RPM, das ist kein Spec oder was auch immer, das ist ein E-Build. Auf diesen E-Build möchte ich ein bisschen näher eingehen. Wenn man jetzt so ein Open-Source-Paket hernimmt, üblicherweise, wenn man jetzt speziell auch von den Auto-Tools ausgeht, aber auch andere bauen das zum Teil nach, ein Open-Source-Paket installiert man auf welchem Betriebssystem auch immer, üblicherweise mit Configure Make Mac Install. Die Gentoo Linux-Distribution konfiguriert dieses Paket jetzt natürlich mit /user als Präfix. Was aber ist, wenn ich hergehe und ich auf diesem Präfix nicht /user, sondern einen anderen Pfad einbaue? Damit bin ich bei Gentoo Präfix. Das heißt, ich installiere meine Open-Source-Pakete nicht auf /user am Betriebssystem, wie man so sagt, sondern wo auch immer man das möchte. Das heißt, Gentoo Linux ist diese Variable i-Prefix, ist leer, und in Gentoo Prefix ist sie was auch immer man möchte. Und da kann man ein ziemlich komplettes Betriebssystem de facto installieren. Betriebssystem allerdings ohne Kernel. Der Kernel wird der von drunterliegenden Betriebssystem verwendet. Aber alle Pakete, die man so braucht, installiert man irgendwo in einem Verzeichnis. Im Endeffekt wird, also Gentoo Linux wird als GNU Linux Distribution, als Metadistribution bezeichnet. Gentoo Präfix bezeichne ich jetzt mal als GNU Präfix Distribution. Eben, um darauf hinzuweisen, hier ist kein Kernel drinnen, weder Linux noch BSD noch sonst irgendwas, sondern der Clou ist einfach ein Präfix, ein Filesystempfad. Weiter zur Long-Term-Support-Distribution. Was sind die Anforderungen? Zum einen, Long-Term-Support bedeutet wirklich long, also bis 20 Jahre, teilweise auch darüber hinaus. Aber ich brauche natürlich nachvollziehbares Patch-Management. Also Patches, wenn ich nach 20 Jahren einen Patch zu machen habe, weil in irgendeiner Konstellation ein Fehler auftritt, dann will ich dafür einen Patch machen können. Und ich will auch wissen, ich will diesen Patch identifizieren können. Auf der anderen Seite, Qualitätssicherung brauche ich natürlich dauerhaft oder kontinuierlich. Aufgrund der langen Laufzeiten ist ein Major Release nicht besonders häufig notwendig. Da sind 5 Jahre erfahrungsgemäß ein durchaus brauchbarer Wert. Nichtsdestotrotz gibt es auch Update-Releases, auch nicht besonders viele, 1 bis 2 pro Jahr, eventuell auch weniger oder mehr, je nach angesammelten Patches, die sich über die Zeit so ergeben. Nachdem so ein Server einmal aufgesetzt, doch recht lange läuft, ist nicht unbedingt gewährleistet, dass der Internetverbindung hat. Deshalb macht es sehr wohl auch Sinn, dass ich ein Major Release oder ein Release, sei es ein Major oder Update Release, auf eine DVD brennen kann oder meinetwegen USB-Stick oder lokal am Notebook mitnehmen kann.
und am Zielrechner offline installieren kann. Auf der anderen Seite, die Patches oder einfach Hotfixes, was ja auch nichts anderes sind als Patches, muss ich natürlich bei Bedarf möglichst flexibel einspielen können. Auch wenn ich dafür temporär nicht eine Internetverbindung, aber doch eine Verbindung über, was ich, VPN oder so irgendwas zum Zielrechner hin brauche, die mitunter nicht unbedingt schnell ist, aber für einen Patch brauche ich nicht so eine große Bandbreite. Major Release Upgrades. Nun, brauche ich nicht. Weil, warum braucht man kein Major Release? Gut, das sehen wir dann noch an, also kein Major Release Upgrade. Wie habe ich das Ganze implementiert? Die 20 Jahre Long-Term Support, da ist es wichtig, dass ich unabhängig bin vom doch recht schnellen und flexiblen Gentoo, von der Gentoo-Entwicklung. Was bedeutet das? Ich muss alles selbst hosten, angefangen von Prefix-Tree, als Fork davon. Ich hoste diesen im LTS-Tree. Natürlich habe ich auch domain-spezifische Pakete, welche ich im sogenannten WAMAS-Overlay hoste. Und natürlich die Source-Dist-Files, die Tarballs üblicherweise. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass alle Source-Tarballs auch nach 20 Jahren noch im Internet zur Verfügung stehen. Das erzeugt eine Kette von Zuständigkeiten. Zuerst ist einmal Upstream, die sind zuständig für den Package Source. Dieser wird üblicherweise ausgeliefert eben als das Source-Dist-File. Die nächste Ebene ist eben Gentoo Linux. Die haben im Gentoo Tree eben den E-Build mit der Bauanleitung und der Verwendung des Source-Dist-Files. Dieser Gentoo Tree wird ausgeliefert als Gentoo Tree, ganz einfach. Die nächste Ebene ist das Gentoo Prefix Team. Hier wird der Gentoo Tree verwendet, vervollständigt mit dem Prefix Overlay und das Ergebnis ist dann der Prefix Tree, der als solches ausgeliefert wird. Ziel ist es allerdings doch, den Prefix-Overlay vollständig in den Gentoo-Tree rein zu mergen. Das heißt, dass aus dem Gentoo-Tree sowohl ein komplettes Gentoo-Linux als auch ein Gentoo-Prefix installiert werden kann. Die nächste Ebene ist dann innerhalb der Firma. Innerhalb der Firma gibt es eben das Long-Term-Support-Team für WAMAS. Das ist zuständig für den Long-Term-Support-Tree. Dieses wiederum wird komplettiert mit dem WAMAS-Overlay und das Ergebnis ist der WAMAS-Long-Term-Support-Tree für eine Präfix-Installation. Und schlussendlich gibt es noch eben das Installationsteam, Produktionsteam. Die haben für Hotfixes eben den eigenen Hotfix-Overlay. Und erst auf dieser Ebene wird aus dem WAMAS Long-Term Support Tree zusammen eventuell mit dem Hotfix Overlay. Hier werden erst die Binaries erstellt. Alles darüber spielt sich rein nur auf Source-Ebene ab. Das nachvollziehbare Patch-Management. Wenn wir zurückgehen zu der Zuständigkeitstabelle, so hat jede Ebene sein eigenes Versionierungsschema. Upstream zum Beispiel macht irgendein Versionierungsschema, eben üblicherweise Paketname und bis drei, teilweise auch mehr oder auch weniger Versionsnummern, Major, Minor, Micro. Im Gentoo Linux, die E-Builds haben eine zusätzliche Ebene von Versionierungen, eben mit minus R. Bedeutet im File-Namen vom E-Build, das ist eine Gentoo-spezifische Versionsnummer. Im Gentoo-Präfix
gibt es eine weitere Versionsnummer, wie auch in jeder Ebene. Jede Ebene braucht zur Nachverfolgung der Patches eine eigene Ebene von Versionierung. Das erstellt eine Kette von Innovator und Derivator. Das heißt, vom Innovator kommen Releases, der Derivator verwendet diese. Wenn jetzt der Derivator ein Problem hat und einen Patch braucht, dann meldet er diesen Patch idealerweise, sofern es möglich ist. Es gibt auch andere Patches, die ich nur lokal brauche, weil es Konfigurationspatches sind oder so. Aber funktionale Patches oder auch Feature-Patches werden hoffentlich doch an den Innovator zurückgemeldet. Patches können durchaus auch innovativ sein, aber trotzdem die Richtung ist grundsätzlich definiert. Damit es funktioniert, brauche ich natürlich auch vom Package Manager einen Support für diese unterschiedlichen Versionierungsebenen. Im Moment habe ich das Problem, der Gentoo Package Manager, also ich verwende Portage hier, es gibt ja mehrere, unterstützt mir nur die ersten drei Ebenen von Versionierung. Ich komme deshalb damit aus bislang, weil ich auch Commit-Rechte vor allem auf dem Gentoo-Präfix-Ebene, aber auch auf Gentoo-Linux-Ebene habe. Teilweise auch upstream, aber das ist eher in der Minderheit. Deshalb kann ich auf Gentoo-Präfix-Ebene neue Versionsnummer erstellen und diese dann in die unteren Ebenen übernehmen. Schließen wir das ganze Versionierungszeug und gehen wir weiter zur Qualitätssicherung. Für jeden E-Build oder für jede Garnitur von E-Builds habe ich eine E-Build-Qualität oder ein Qualitätstag, das aussagt, wie weit dieser E-Build verteilt werden darf. Technisch möglich, Verteilung ist überall hin. Zuerst einmal bekommt ein neuer E-Build von Gentoo Prefix rein. Da ist er einmal unbekannt von der Qualität her. Als Long-Term Service Tree Developer verwende ich den und sage, wenn mir der soweit passt, dann lasse ich ihn in den Buildbot rein. Der Buildbot ist wieder eine eigene Maschine zum Teil, aber auch eine eigene Instanz von bereits stable Gentoo-Prefix Instanz davon. Und wenn der Buildbot sagt, auf allen unterschiedlichen Plattformen, die ich zu unterstützen habe, ja, bauen kann ich ihn schon mal. Und wenn es Build-Tools sind, dann werden die ja während dem Bauen auch verwendet, also kann ich sagen, die sind zumindest unstable. Dann kommt das WAMAS Development, das Innovation Team vom WAMAS Development, und die WAMAS Innovation Seite der Entwicklung verwendet die unstable E-Builds, also die unstable Pakete von den LTS, vom LTS Team. Auch hier wieder gibt es eigene Instanzen von dieser Präfix-Installation auf den unterschiedlichsten Maschinen, nicht nur für die Entwickler, sondern auch für die Qualitätssicherung getrennt. Und erst wenn die Qualitätssicherung sagt, vom WAMAS, ja, das funktioniert, das WAMAS funktioniert, das bedeutet automatisch auch, die darunterliegende Präfixebene funktioniert, dann kann ich für diese E-Builds sagen, mit denen jetzt das WAMAS getestet wurde, diese E-Builds sind jetzt stabil und können ausgeliefert werden. Einigermaßen zeitgleich, also für eine ganze Garnitur von E-Builds, wird üblicherweise auch ein WAMAS Release ausgeliefert. Dann kommt das Derivation-Entwicklungsteam vom WAMAS, also wirklich für einzelne oder für ein ganz spezielles Lager, wird ein eigenes Team geformt, zusammen auch mit dem Kunden, wo es wiederum
eigene Instanzen vom Gentoo-Präfix gibt, wieder auf zum Teil den gleichen Maschinen, weil sie einfach stark genug sind, oder auf anderen Maschinen, auf den unterschiedlichsten Plattformen, wo es wiederum einen eigenen Entwicklungspräfix gibt für eben die Kundenprojektentwicklung und natürlich wieder Qualitätssicherung auf verschiedensten Ebenen. Und erst beim Kunden wird das produktive Binary gebaut, am Kundenrechner. Was fehlt noch? Natürlich gibt es auch hier wieder die Innovation-Derivation-Kette, wo Releases in die eine und Patches in die andere Richtung fließen. Nun zu den Major Releases. Ich habe ein paar Phasen identifiziert, die für ein Major Release, die zum Erstellen eines Major Release durchlaufen werden. Erst einmal wird es präpariert. Was bedeutet das? Wenn ich zu dieser Zuständigkeitsmatrix komme, wenn ich hier den WAMAS Long-Term Support Ebene, den LTS-Tree anschaue, der Unterschied ist hier, ich nehme nicht den LTS-Tree, sondern ich nehme den Präfix-Tree, vervollständige diesen mit dem WAMAS Overlay und erstelle daraus mal meine Binaries versuchsweise und schaue, dass ich den Präfix-Tree bzw. seine Bestandteile, den Präfix-Overlay oder auch den Gentoo-Tree, so weit funktional bringe, also den aktuellen Stand jeweils, dass dieser meinen WAMAS-Overlay betreiben kann, dass das so weit funktioniert. Natürlich muss ich da zwischendurch auch Binaries bauen, dass ich darauf dann ein WAMAS bauen kann, aber grundsätzlich wird der Präfix-Tree zuerst einmal behoben oder gerichtet, dass das funktioniert. Und der ist eben auch öffentlich, also außerhalb der Firmengrenze. Dadurch habe ich natürlich die aktuellen Pakete. Gentoo ist hier relativ vorne dabei von den Paketversionen. Also im Präfix-Tree habe ich, wenn ich dieses Mal mache, alle 5 Jahre circa, habe ich zu diesem Zeitpunkt die aktuellen Paketversionen. Im Gentoo gibt es auch diverse Profile, also so Versionsprofile im Prinzip, das eigentlich die Major Releases definieren. Natürlich muss ich die zum Teil ein bisschen anpassen, dass sie für meine Anforderungen funktionieren. Was es da aufzupassen gilt, ist natürlich die Versionierung, dass ich die Patches nachverfolgen kann, zum Teil aufgrund der fehlenden Unterstützung für weitere Versionierungsebenen, habe ich speziell was Konfigurationspatches war, habe ich durch das Upgrade übersehen und bin erst später drauf gekommen, dass ich diese auch für die neue Version noch machen muss. Und natürlich für den neuen Versuch brauche ich separate automatische, vor allem Build-Tests, zum Teil auch WAMAS-Tests, aber wenn ich WAMAS mal bauen kann und soweit starten kann, ist es schon mal eine gute Aussage über die Funktionsfähigkeit vom darunterliegenden System. Für den Paketmanager bzw. für die unversionierten Paketdefinitionslibraries, den sogenannten E-Classes, habe ich das Problem, ich kann nicht die neuen E-Classes einfach übernehmen in meinen aktuellen Tree, weil diese ja auch für den bereits ausgelieferten, eventuell ausgelieferte alte Major Release sofort aktiv würden, weil sie ja nicht versioniert sind. Gleiches auch oder Ähnliches gilt auch für den Package Manager. Ich will den aktuellsten Package Manager sehr wohl auch in der alten Major Release haben, um potenziell neue Paketversionen, die vielleicht ein neues E-API verwenden, dass ich diese auch in der alten Major Release noch installieren kann. Das heißt, ich brauche in meinem LTS-Tree parallel zum Master Branch einen eigenen Integration Branch, damit ich
hätte die alten Major Releases mal so weit herrichte oder die E-Classes so weit fixe, dass diese auch den alten Major Release, das alte Major Release Profile, dass die dort noch funktionieren. Und erst wenn das soweit funktioniert, kann ich den Integration Branch in den LTS Tree in den Master Branch mergen. Und damit bin ich dann bereit zum Importieren von neuen Paketversionen. Dann geht es ans Deklarieren der neuen Version. Das heißt, ich übernehme aus dem Prefix Tree das aktuelle Prefix Profile in den LTS Tree, wo ich diesem Profile die neue Versionsnummer gebe vom Major Release. Und hier kann ich natürlich diese Änderungen, die ich temporär so gebraucht habe, natürlich persistent machen. Wie kann man sich das vorstellen ungefähr? Ich importiere ein Profile für das Major Release namens WAMOS Long Term Support 2010. Also vor 5 Jahren habe ich das gemacht. Das Profile grundsätzlich ist soweit noch offen. Dann bei der Implementation übernehme ich vom Prefix-Tree die aktuellen E-Build-Versionen, die aktuellen Pakete, die ich ja zuvor behoben habe, dass sie auch funktionieren. Allerdings entferne ich alle aktuellen Keywords. Das heißt, ich habe in meinem LTS-Tree nur meine eigenen Keywords, für die ich selbst auch die Verantwortung trage. Sehr wohl aber gebe ich Ihnen, wenn das soweit funktioniert jetzt, den Tag für Buildbot. Das heißt, meine Buildbot-Instanzen sehen die neuen Paketversionen. Wie lässt sich das, wie kann man sich das vorstellen? Einfach die Paketversionen kommen in dieses Profile herein. Wiederum mit den jetzt importierten neuen Paketversionen versuche ich möglichst die alten Major Releases nicht kaputt zu machen. Das heißt, neue Paketversionen, von denen ich ziemlich sicher bin, dass sie die alte Major Release kaputt machen oder wo ich glaube, dass sie gefährlich sind zum Teil, weil es doch sehr kritische Pakete sind. Das schaut dann ungefähr so aus. Wenn ich in die Major Release von 2015 die neuen Pakete importiere, das heißt, ich habe eine neue Bash-Version, ich habe eine neue Python-Version, ich habe eine neue Compiler-Version. Eine Compiler-Version, eine neue, will ich ganz sicher nicht im alten Major Release haben, weil damit ist ziemlich sicher, dass ich die alten Versionen vom WAMOS nicht mehr kompilieren kann. Das heißt, ich muss die alte Major Release begrenzen, dass sie die neuen Paketversionen nicht mehr sieht. Bei der Bash, da ist es nicht so gefährlich, wir haben nicht so komplexe Bash-Skripts. Für die Bash erlaube ich oder definiere ich keine Versionsgrenze, sondern nur für meinetwegen Python und vor allem GCC. Das heißt, die alte Bash-Version kann rausfliegen. Das heißt, ich habe doch nicht unendlich viele Paketversionen drinnen. Und dann natürlich wieder für die alten Major Releases natürlich wieder Qualitätssicherung. Allerdings reicht es mir hier, wenn das Entwicklungsteam, das Innovation Team, beziehungsweise die Qualitätssicherung davon, wenn die sagt, ja, es funktioniert, dann ist das für mich einmal ausreichend und ich brauche nicht jede Kundeninstallation, die vom Projektteam gemacht wurde, noch einmal testen. Und dann für das neue Major Release wiederum laufende Qualitätssicherung. Ihr seht, ich wiederhole mich da ein bisschen. Qualitätssicherung ist
ein nicht unwesentlicher Bestandteil von der Entwicklung. Für Update-Releases gibt es ein paar wenige pro Jahr, allerdings diese enthalten alle Major-Release-Profiles. Und zusätzlich wird ja einmal die Woche ein E-Build-Tree-Tarball gemacht, automatisch. Und wenn ich dann sage, so ein E-Build-Tree-Snapshot, den definiere ich jetzt als Release, dann mache ich auch im VCS den Tag. Das kann man sich dann so vorstellen, im Jahr 2010, bzw. das 2010-Release, wird in den, als Tarballs eingepackt und erhält den VCS-Tag. Für die 2015er Version sieht das dann so aus. Auch hier wird eben der Tarball erstellt und wieder ein VCS-Tag gemacht, wo dann beide Major Releases drinnen sind. Und auf neueren Betriebssystemversionen zum Beispiel, die im Jahr 2010 noch nicht existiert hat oder noch nicht unterstützt wurde, kann er mit der 2015er Version auch auf dem neuen Betriebssystem immer noch das alte Major Release Profile installieren. Zusätzlich für die Offline-Installation am Produktivrechner wird auch ein Source-Dist-Files-Tabular erstellt, auch wöchentlich, damit, wo alles enthalten ist, oder alle Stable-Paket-Source-Tabulars enthalten sind, damit auf dem Produktivserver auch die Offline-Installation funktioniert. Zusätzlich natürlich notwendig ist ein All-in-One-Setup-Skript mit möglichst umfangreicher Hilfetext, damit auch Betriebssystemadministratoren das möglichst einfach beim Aufsetzen gleich mit installieren können. Hotfixes haben wir schon gesehen. On Demand sind im Hotfix-Overlay und die werden vom Service-Team einfach installiert. Die können mit so einer Präfix-Installation umgehen. Warum aber sind Major-Release-Upgrades umsonst? Die Idee ist ja, nachdem ich einen Präfix habe, installiere ich einfach die neue Version auf derselben Maschine in ein anderes Verzeichnis. Und ich habe damit die alte und die neue Major-Release auf jeweils unterschiedlich aktuellen Ständen, kann, je nachdem wie man es aktualisiert, aber ich habe beide gleichzeitig installiert. Ja, das wär's. Fragen dazu? Und wo ist es bei den Major Releases da ein Unterschied zu dem, wenn ich zum Beispiel von Debian 7 auf Debian 8 Upgrade mache? Das Problem ist, Debian 7 und 8 kann ich nicht gleichzeitig auf derselben Hardware installiert haben. Das heißt, wenn ich ein Debian 7 installiert habe und ich möchte Debian 8 verwenden, sei es nur zum Testen oder wozu auch immer, verschwindet das Debian 7. Das heißt, ein kompletter Upgrade, und damit es aber auch funktioniert, ohne dass ich mit einer Boot-CD oder was das richten muss oder das installieren muss, braucht Debian einen funktionierenden Upgrade-Pfad von Debian 7 auf 8. Inklusive Kernel und was dazugehört. Dort ist natürlich die Herausforderung, da wird was installiert von Debian 8 und beim Rebooten muss das funktionieren. Da ist es so, wenn ich das beim Installieren von der neuen Version irgendwas nicht geht, lösche ich das Verzeichnis wieder weg und fange wieder von vorne an oder richte es dort drin. Dass die alte Version bleibt auf derselben Hardware nach wie vor lauffähig. Auch mit der alten oder mit der aktuellen WAMAS-Version. Aber grundsätzlich ist Debian, Prefix natürlich was anderes wie wenn der Debian mit die Bootstrap in der Verzeichnis installiert, Changeroot macht. Im Prinzip ja, nur das Changeroot brauche ich nicht. Es gibt kein Changeroot. Das Einzige, was gemacht wird, oder was sinnvoll ist, ich habe einfach nur Opt-Gentoo oder den Pfad auch immer im Pfad drinnen. Das Host-System bleibt komplett sichtbar. Je nachdem, ob ich den Gentoo-Pfad vorne oder hinten rein tue, findet er das eine oder das andere Programm, wenn das gleiche drinnen ist. Aber es wird so jetzt nichts
Also das Betriebssystem drunter bleibt vollständig sichtbar. Ich brauche kein Change Root, mit dem ich das ausblende. Richtig. Es wird am Zielrechner kompiliert. Das ist trotzdem noch mit dem Prefix sozusagen. Natürlich, ja. Was heißt dann die Betriebssysteme am Zielrechner? Da ist das HPUX AX oben. Ja. Und eigentlich ist dann für das wird ein SDK gemacht eigentlich. Das Prefix ist eigentlich SDK in der Rechnung. Es ist nicht nur SDK, es ist auch Laufzeit. Ja, ja. Das ist richtig, ja. Ich will jetzt nicht unbedingt alles drin haben, was ich an Webserver oder was, den möchte ich schon noch vom Betriebssystem-Administrator drinnen haben. Oder auch ein SSH-Daemon. Der Clou ist nämlich für den Präfix, ich brauche keine Root-Rechte. Ich brauche nur Schreibzugriff auf dieses Verzeichnis oder auf diesen Präfix, in den ich meine Gentoo-Präfix-Installation reinbauen will. Ich brauche keine Root-Rechte. Wenn das jetzt nämlich Server sind, die vom Kunden administriert werden, der hat mitunter schon ein Problem damit, wenn er uns das Root-Passwort geben soll. Was er aber sehr wohl machen kann, ist, dass er uns einen SSH-Zugang einrichtet für unseren User. Also einen User kriegen wir schon, nicht aber Root-Rechte. Nein, sie werden eben nicht upgraded. Wegen Security-Upgrades zum Beispiel. Ist ja nicht nur die Bash. Also im Programm kann man nachher nur mehr Security-Updates ein. Ja. Oder halt irgendwelche Bugfixes, die halt gebraucht werden. Das ja. Direkt Weiterentwicklung passiert im alten Release nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Ja, genau. Keine Ahnung, wieder mal der nächste OpenSSL-Pack. Wie haben Sie das hier aus? On Demand. Das heißt, es gibt auch keinen zentralen Ausroll-Trigger-Mechanismus, kann man so sagen. Das heißt, das Service-Team von uns, üblicherweise ist es so, dass der Kunde anfragt oder wenn der Kunde ein Problem hat, dass dann unser Service-Team auf den Kundenrechner einsteigt und dann eher weniger beim laufenden System ein komplettes Upgrade, sondern einzelne Pakete nur aktualisiert. Nein, aber man schaut, es gibt nicht überall Internetzugriff, es gibt richtig, aber auch Remote-Zugriff. Ja. Okay. Ja, ja. Ja. Also Remote-Zugriff üblicherweise ja, Internetverbindung üblicherweise nein. Deshalb sind auch Security-Patches jetzt nicht ganz so kritisch zu sehen, weil die ja üblicherweise nicht so zugänglich sind aus dem Internet heraus. Wie viele Pakete umfasst das WAN-Overlay? Insgesamt, also den LTS-Tree plus den WAN-Overlay zusammen sind es so ungefähr 400 Pakete. Gentoo 3, glaube ich, hat es bei den 16.000 oder 20.000, irgend sowas in der Größenordnung. Und wenn das Betriebssystem, also praktisch nur Support für 10 Jahre gibt, bei AX vorher war und ihr gibt es für 20 Jahre? Dann kann es der Kunde sehr wohl ein Betriebssystem-Upgrade machen. Und wir schauen dann, dass eben die alte LTS-Release, das alte Profile, durchaus mit den mittlerweile neueren Paketversionen, aber immer noch
GCC 4.2 zum Beispiel, also was sicher ein Upgrade von GCC 4.2.3 auf GCC 4.2.4, sollte jetzt das Kompilieren vom alten WAMAS-Stand nicht sonderlich beeinflussen, aber doch vielleicht ein paar Bugs im Compiler beheben, beziehungsweise auch hat die neue Compiler-Version, kennt meinetwegen das neue die neue Betriebssystemversion schon. Das heißt, ich habe soweit Versionen drinnen oder ich patche diese alten Versionen zum Teil auch so, dass sie das neue Betriebssystem kennen und der Kunde kann ein Betriebssystem-Upgrade machen. Dazwischen kommt dann eben Gentoo-Präfix bzw. als LTS das alte Profile. Da schauen wir als LTS-Entwickler, dass das auch auf der neuen Version vom Betriebssystem noch kompiliert. Und trotzdem, das WAMAS bleibt dieselbe Software, nur auf dem neuen Betriebssystem kompiliert, allerdings mit dem alten Compiler. Das heißt, wir brauchen quasi nur die Präfix-Pakete portieren, nicht aber das WAMAS, weil da ja Funktionalität zum Teil spezifisch für dieses eine Lager drinnen ist, die im neuen Standard WAMAS so ja oft nicht enthalten ist oder irgendwie anders enthalten ist oder speziell für dieses Gerät so nicht enthalten ist. Das heißt, der WAMAS-Stand soll ja gleich bleiben über 20 Jahre, darunter kann ich aber ein Betriebssystem-Upgrade machen. Zum Teil wird nicht nur ein Betriebssystem-Upgrade gemacht, sondern auch ein Betriebssystemwechsel. Zum Beispiel von HPX gibt es seit einer Zeit lang keine neue Hardware mehr. Es ist wohl noch supported, das ja, aber die Hardware ist ausgestorben. Da haben wir ein paar Kunden gehabt, die auf Linux gewechselt haben von HPX. Wir haben auch ein paar gehabt sogar, die auf Windows gewechselt haben. Allerdings bei Windows war es bei Windows 2003 aus, wo der Build stabil durchgelaufen ist. Es ist zwar dann so, wenn man es auf Windows Server 2003 kompiliert und dann kann man sehr wohl binär rüberkopieren auf ein Windows Server 2012. Das, glaube ich, funktioniert, dass es dann zumindest laufen kann. Ja, genau, ein bisschen mit Bauchweh, aber ja, wenn es einmal gebaut ist, fehlt sehr viel Abhängigkeit, zum Beispiel auf den POSIX-Layer unter Windows, die brauche ich dann nicht mehr. Drei Jahre. Nicht mehr als drei. Also den größten Teil war ich allein. Für die Windows-Portierung habe ich einen zweiten gehabt. Damals auf Windows Server 2003 mit Interix hat es noch funktioniert. Der dritte war kurz dabei eigentlich. Und seit den letzten, also das letzte Major Upgrade, war ich größtenteils allein. Den zweiten habe ich zur Hälfte gehabt. Also de facto, nachdem ich jetzt da immer wieder ein paar andere Sachen zu machen habe, de facto ein Vollzeitjob. Ich meine, sollen es 120% sein, ja. Aber so in der Größenordnung. Dazu kann man davon, also dazu braucht man sehr wohl am drunterliegenden Betriebssystem einmal einen C-Compiler. Das ja, aber nachdem das einmal bootstrapped ist, wird der drunterliegende C-Compiler nicht mehr gebraucht. Also es wird da 2 bis 3 Mal ein eigener Compiler kompiliert, dass man auf die aktuelle Version immer kommt. Ja, und das geht auch nicht so. Ich sage einmal, Paketmanager mit nachvollziehbaren Installationen, da wird temporär wieder mal ein Compiler gebaut, so dass es halt ungefähr funktioniert und damit dann erst die eigentliche Installation, die auch wirklich vom Paketmanager getrackt wird. Ja, also wenn es einmal durchkompiliert ist, dann war das schon sehr viel, was funktioniert hat.
Und eben, wie man es an den Versionsnummern gesehen hat, 2010 war, also Ende 2009 ist es erstellt worden, seit 2010 ist dieses System produktiv und Ende 2014, deswegen auch die Versionsnummer 2015, ist eben das zweite Major Release jetzt einmal für Linux erstellt worden. Für AX bin ich gerade dabei, das fertig zu machen. Wie viele Installationen mit dem System? Wie viel haben wir gemacht seit 2010? 20? 50? Weiß ich nicht. 2015 gibt es eine. Ja, mit der neuen 2015 ist eine. Ja. Übrigens ist es noch gar nicht produktiv. Das geht schon, ist schon produktiv, oder? Ja. Achso, wird der Stoch gefahren, ja. Okay. Das Prefix Overlay bildet jetzt nur Änderungen um den Prefix zu ermöglichen. Richtig, ja. Nein, das sind nur Änderungen, die im Gentoo-Tree so noch nicht drinnen sind. Also die Idee ist sehr wohl, dass der Prefix Overlay leer wird. Es wird wahrscheinlich noch lange nicht dazu kommen, dass er wirklich leer ist, aber er soll sukzessive ausgeleert werden. Also, dass der Präfix-Support im Main Gentoo-Tree bereits enthalten ist. Von Firmen weiß ich jetzt nicht, dass es eingesetzt wird. Sehr wohl aber von Studenten oder so. Die haben, also der Teamleader im Gentoo-Umfeld vom Gentoo-Präfix-Team, das ist wirklich im Gentoo, in der Gentoo-Organisation. Er zum Beispiel hat die Anforderung, dass er auf der Uni, da hat er Solaris. So, ja, was wird er mit einem Solaris? Der Kernel ist ja super, aber sonst ist es alt. Jetzt installiert er halt irgend in seinem Home Directory oder wo auch immer, Plattenplatz ist meistens ausreichend, installiert er halt einen Präfix rein. Oder er hat ein Apple Notebook, installiert dort sein Gentoo-Präfix. Apple habe ich jetzt da nicht gelistet gehabt, weil Wamas das nicht unterstützt, aber Gentoo-Präfix hat sehr wohl eine OSX-Unterstützung. Das ist sogar die am besten funktioniert, upstream, weil einfach dort auch die meisten User sind. Gibt es für WAMAS eigenes E-Build? Fürs WAMAS nicht. Das WAMAS wird separat gebaut. Ich habe zwar einmal die Idee gehabt, grundsätzlich, dass man einzelne Pakete vom WAMAS oder einzelne Komponenten vom WAMAS als E-Build verwendet. Das ist aber zum einen liegt es daran, dass ja das Bildsystem auch vorher schon existiert hat und jetzt nicht umgestellt werden wollte. Zum anderen mit einer Präfix-Installation, speziell in der Entwicklung, werden ja mehrere WAMAS oder Projekte entwickelt. Also es gibt schon ein paar Dinge, die WAMAS-spezifisch sind, die sind im WAMAS-Overlay, aber das ist eine GUI-Library und so Dinge. Aber jetzt keine Logistikkomponenten. Konfigurationsmanagement wird es dann kompliziert, dass dann die ja. SDK-Release mit dem genau, ja. anderen zusammenhängt. Also die werden nur dynamisch gelohnt, ja. Maximal Client oder so. Richtig. Also der Instant Client wäre ausreichend, aber üblicherweise wird die Oracle-Installation eben vom Kunden gewartet. Der installiert auch den Oracle-Client irgendwo hin. Wenn ich jetzt also Change Root habe, sehe ich den Client schon wieder nicht. Oder die Drucker-Installation
wird am Host gewartet. Ich rufe nur mal irgendeine Command-Line auf, die konfigurierbar ist. Mit dem Change-Root würde ich schon wieder keinen Zugriff auf die Druckerinstallation am Betriebssystem haben. Oder wenn ich irgendwelche Failover-Cluster oder so Dinge habe, wird es mit dem Change-Root auch schon wieder schwer, dass ich da hinkomme, das niederfahren und auf der anderen Seite hochfahren. Und sobald da ein Change-Root zwischen ist, muss ich schon wieder so viel rein mounten oder reinholen irgendwie, dass es mühsam ist. Und nachdem ja tatsächlich alle, die jetzt, wenn es nicht gerade der Kernel ist meinetwegen, oder sogar ein libc unterstützt es, irgendein Präfix anzugeben, wo es hin installiert werden kann, ja, warum soll man nicht einen Package Manager haben, der das macht? Dann brauche ich auch nicht irgendwie so, wie jetzt aktueller Trend ist, glaube ich, mit Linux-Container, Docker oder irgend sowas, dass ich sage, ich habe eine Applikation. Im Endeffekt habe ich dafür eine virtuelle Maschine, wie reduziert die auch immer sein mag. Aber es ist eine virtuelle Maschine im Endeffekt. Kann Sinn machen, natürlich, keine Frage. Aber wenn ich es nicht brauche, warum soll ich es nehmen? Nur damit ich keinen Präfix angeben muss? Ein Filesystem hat jedes Betriebssystem. Ja. Die Sicherheitsanforderungen, bei den anderen habt ihr Sicherheit? Nein, nicht in der Form. Wenn heute ein DOS läuft, also das war vor 20 Jahren einigermaßen aktuell, das hänge ich besser nicht ans Internet. Also es trifft dieses auch für WAMAS irgendwo zu oder für die Präfixinstallation. Natürlich brauche ich den Mechanismus, irgendwelche Patches einzuspielen. Geht ja nicht nur um Sicherheit, sondern auch um eben funktionelle Bugs oder was auch immer. Ja. Danke.